mal wieder heute getrennt noch Sam. Was geht, Freunde? Heute wieder eine neue Runde. Wer lügt besser? Heute gegen Toni. Hallo. Es freut mich, dass du hier bist, Milo. Mensch, du. Hast du dir auch 5 Bilder ausgesucht? 5 Bilder ausgesucht. Ja, 5 Bilder wieder jeder. Man kann die Wahrheit sagen, man kann lügen. Der andere muss herausfinden, ob er die Wahrheit sagt oder ob er lügt. Dieses T-Shirt habe ich extra angezogen, um dir eine Freude zu bereiten. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe verloren gegen die anderen, aber gegen dich werde ich gewinnen. Okay, ich möchte anfangen. Okay. Also, du musst jetzt, du weißt ja, wie es geht, ne? Bla bla bla. Also, du sagst es nicht. Ich beschreibe das Bild, was ich sehe, und du musst sagen, ob ich das wirklich sehe oder ob ich lüge. Also, wir fangen an mit dem ersten. Aber du musst dann, darfst es nicht bewegen, dass du dann ein anderes Bild so swipest. Nein, das mache ich ja nicht. Okay. Das wäre ja unehrenhaft. Das wäre frisch. Also, du guckst in meine Augen, das spiegelt sich. Nein, das spiegelt sich nicht. Ich sehe. In deine Augen, um zu gucken, was du sagst. Ich sehe einen Rasen. Rasen, so ein Gras? Der ist schon schön grün, also sehr, sehr grün und ein bisschen nass, würde ich meinen. Ist der nass? Ja, der ist nass. Auf dem Rasen liegt einfach ein Fußball. Der Champions League Ball von Adidas. Von Adidas. Also der Champions League Ball von Adidas liegt da einfach auf dem Rasen. Also einfach ein Fußball auf einem grünen Rasen. Der Rasen ist nass. Ist das die Wahrheit? Nö. Ist nicht die Wahrheit? Yes, ich hab's erstmal richtig gut gelogen. Yes! Du hast nicht gelogen, du hast die Wahrheit gesagt. Ich hab's erstmal die Wahrheit gesagt. Yes! Also, ich sehe. Ja. Einen Rasen. Und einen Ball. Und darauf liegt ein Champions-Ball. Nee, ich sehe einen Rasen. Ja. Einen blauen Himmel. Rasen, blauer Himmel. Da sind Wolken am Himmel sogar ein bisschen. Ja. Hinten sind so Bäume. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ein paar Bäume. Ja. Kann ich genau zählen. Warte, ich muss mal kurz hier das ausmachen, dass das mal ausgeht. So. Ja, ja. Und auf diesem Rasen, da steht so ein. Ja. Ein Ball. Nee, da steht so ein Tier. Ja. Und zwar so eine. Das männliche von Kuh. Bulle. Bulle. Ja, das stimmt. Und brauchst gar nicht weiter erzählen. Stimmt das Bild. Zeig. Es stimmt. Aber warte mal. Es stimmt. So große Hörner. Die wachsen dem so am Kopf. Ja. Und die sind so groß. Ja, das stimmt. Zeig, es stimmt so. Es stimmt so. Zeig. Zeig das Bild jetzt, bitte. Zeig, es stimmt. Zeig. Die sind so groß. Geil. Ja, 1-0. Oh, es ist 2-0, so, oder? 1-0. Man kriegt nur fürs Erraten welche. Ach so, ich glaube, du kriegst auch einen Punkt, wenn ich also, kennst du? Wie heißen diese Tiere, die über so einen Bach oder so fliegen? Nee, nicht Vögel? Wespen, sondern diese langen Libellen. Eine Libelle in XXL, die über einen Fluss fliegt. Und unter der Libelle ist so ein Kanufahrer. Das ist nicht Revi, ne? Weil der ist ja Kanu gefahren. Aber nicht im Fluss, sondern im Schnee. Der schwimmt einfach unter der Libelle mit seinem Kanu vorbei und das war's schon. Links und rechts ist einfach Feld unter dieser Fluss. Feld? Ja, ein Feld und zwischen dem Feld ist dieser Fluss. Aber was für ein Feld? Ein Feld? Ja, aber einfach, ist das ein Acker oder ist das so? Nee, so ein normales, wie nennt man das denn? Einfach so braun, also hellbraun. Gerste oder Fluss? So. Ja, dann links und rechts. Auf beiden Seiten ist Feld? So geht der Fluss ja. Und die Libelle drüber, da ist ein Feld, da ist ein Feld. Und da ist halt eine riesen Libelle. Ist es richtig oder ist es falsch? Ich glaube, es ist falsch, oder? Oder ist es richtig? Du willst gucken, ob es sich spiegelt in meinen Augen. Nein, ich will nicht gucken, ob es sich in deinen Augen spiegelt. Riesen Libelle. Also sie ist wirklich groß. Sag jetzt! Ich kann nicht. Ich muss noch mehr erfahren. Welche Farbe hat die Libelle? Dunkelblau. Also, was heißt dunkelblau? So. Von oben bis runter immer so unterschiedliches Blau. Erst dunkelblau, hellblau, mittleres Blau, dann wieder hellblau und die Füße sind sehr, sehr dunkelblau. Die Füße? Ja. Wie hat die Füße? Das Ende. Die Füße? Mensch. Das stimmt. Das stimmt? Ja. Aber ich sehe da den Crazy Frog mit 2 Männern. Yes! Ich wollte die ganze Zeit sagen, nein, das stimmt nicht. Welchen Fluss ist denn 2 Felder nebeneinander? Aber dann dachte ich, das ist so ein bearbeitetes Bild.
Ich habe so schlecht gelogen. Ja, eigentlich schon. Aber es hätte wahr sein können, weil es hätte einfach so ein richtiges Scheißbild sein können. Gott sei Dank. Immer noch 1-0. Immer noch 1-0. Puh, heute läuft's. Krass. Dafür könnt ihr echt mal einen Daumen nach oben da lassen. Okay. Jetzt. Yes. Ein Bild. Ja. Da sehe ich wieder Rasen. Ist das dein zweites Bild jetzt erst? Das ist mein zweites Bild jetzt. Ja, okay. Genau. Also unten in der Ecke ist das so ein bisschen. Dann sind da auch hinten so ein bisschen Bäume. Man sieht ganz viel Himmel. Ja. Und im Himmel ist so ein Regenbogen. Ja. Aber es ist richtig dunkel drumherum. Okay. Richtig dunkel. Und aus dem Regenbogen raus. Warum guckst du nicht auf das Bild? Weil ich dich. Ah, okay. Ich guck dich an. Mhm. Aus dem Regenbogen raus kommt so ein Tornado. Also das sieht so aus, als würde der Tornado in dem Regenbogen so anfangen. Ja. Aber der fängt wahrscheinlich woanders an. Aber das ist ein krasses Bild. Ja, das stimmt auch. Nee, ist falsch. Zeig mal. Das ist ein Tornado, aber da ist Jesus Christus Gesicht drin. Ah. Aber das Bild... Toll. Aber hast du gesagt, es ist eine Straße und so? Nein, ich hab gesagt, es ist Gras. Ich wollte schon sagen, weil das wäre dann... Okay, ja, ich hab verkackt. Gras und Bäume. Immer noch 2-0? Regenbogen. 1-0. 1-0. 1-0. Okay, nächstes Bild. So, wir machen mal ganz schnell hier. Wir brauchen nämlich ewig... das nächste Bild. Ich sehe... Ah, das ist mein drittes Bild jetzt, ne? Ja. Ja, okay, dann hock's hin. Ich war gerade verwirrt. Ich sehe einen Hasen... Ich sehe zwei Hasen, einer unten in der Ecke und einer im in der Mitte vom Bild. Und eine große Karotte wird gerade dem Hasen gegeben. Und man sieht halt die Hand und so eine riesen Karotte halt einfach, die der Hase bekommt. Also die Karotte ist schon fett und der schnuppert halt dran. Was für eine Farbe hat der Hase? Braun-weiß. Braun-weiß, so von oben braun-weiß. Und der andere hat eine schwarze, nee, grau. Grau-braun. So ein Schokobraun ist das. Okay, hast du das jetzt extra gemacht, dass du nicht braun gesagt hast? Oder hast du das. Ja, so braun. Was will er jetzt? Will er jetzt. Hellbraun. Was hat der erste Hase? Wie sieht der erste Hase nochmal aus? Ja, so ein hellbraun-weiß. Und der zweite Hase? So dunkelgrau-braun. Ich hab's mit Farben nicht so, aber ich das. Ist hier irgendwas. Ja, also. Nein, so wie so ein Karton, so ein bisschen, die Farbe von dem ersten. Aber nur leicht. Welcher von den beiden Hasen ist größer? Man sieht nur den linken mehr, also den rechten sieht man nicht so krass. Ja, sag es einfach, ob es wahr ist oder ob es falsch ist. Ist wahr. Manu! 1-1! Was ich sehe ist, von oben eine Stadt, man sieht so die Straßen, ist vielleicht so Tokio oder so, denke ich mal, also sieht so aus, irgendwie so ein bisschen asiatisch. Und man sieht so eine Kreuzung und an der Kreuzung, da stehen so Autos und mitten in der Kreuzung ist so ein ultra krasses Loch. Kennst du diese Sinkholes? Das sind einfach so Löcher, die auf einmal geht ja, alles, einfach die Welt, alles, das bricht einfach so. Ja, 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 das war ein Bild, habe ich. Nee, ist falsch. Zeig mal. Ich sehe das Skyline und da spielen zwei Leute auf dem Federball auf dem Wasser. Ist dumm. Mann. Fuck, jetzt kannst du in Führung gehen. Okay, ich sehe ein Minecraft-Haus, was aus Lava besteht. Ja, steht auf einer Wiese mit Pilzen und einem blauen Hintergrund, der Himmel. Und da ist eine Eisentür in dem Minecraft-Haus. Also Minecraft-Haus aus Lava. Minecraft-Haus aus Lava. Hä, wie soll ein Minecraft-Haus aus Lava denn aussehen? Einfach ein Lava-Haus. Ist wahr oder falsch? Funktioniert das überhaupt? Minecraft-Haus aus Lava. Ich glaube, das ist wahr. Sicher? Ja. Denkst du, das ist wahr? Ja. 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 Scheiße! Mann! 2-1! Kacke! Oh, fuck, ey. Ich sehe ein Stadion, das Baseball. Baseballstadion. Baseballstadion. Ja. Also das heißt, dass so eine Ecke ist immer offen, ne? Oder ist das komplett zu, das Stadion? Ich weiß auch nicht, was ich gerade gefragt habe. Mach einfach weiter. Ist schon so ein normales Stadion. Also weißt du, was ich meine? Manche Baseballstadien sind nur... Die haben irgendwie so eine riesen Öffnung. Achso, das ist schon so ein richtiges, Stadion, wie wo wir morgen hingehen beim Dortmund. Ja, so ja, sieht das aus. Nur halt mit einem Baseballplatz. Und das hat eine Kuppel. Ja, das Stadion hat eine Kuppel. Ja, das wird überdacht. Ja. Über das Stadion. Und man sieht die Ränge und von hinten. Also man sitzt quasi so auf so einem Rang, man sieht so die Menschen von hinten. Aber die Menschen, die haben keine Köpfe.
sondern wir haben Melonen. Als Kopf. Auf dem Kopf. Nee, das stimmt nicht. Das war so schlecht mit der Melone. Zeig mal. Was? Oh Mann! Das ist so lächerlich. Melone als Kopf. Das ist das dümmste Bild auf der ganzen Welt. Geil. Oh Mann. Der hat sogar eine Cappy auf eine Melone. Das ist so dumm. Muss ich dir die Bilder gleich schicken? Ja, ja. Oh Mann. Warte mal, steht es immer noch 2-1? Ja, ja. Du hast jetzt keinen Punkt gemacht. Ich kann noch ausgleichen, außer du machst jetzt meins richtig. Ich sehe, Lewis Hamilton, kennst du, Formel 1 Fahrer? Ja, den kenne ich. Lewis Hamilton auf dem Siegerprotest. Oben drüber steht China, wie heißt das ausgesprochen? Grand Prix. Also China, Strecke, hat er gewonnen, auf dem ersten Platz. Auf dem Kopf hat er diese Sektflaschen, diese großen, die immer kriegen. Und auf der Sektflasche ist noch eine Sektflasche, also wie so eine Matroschka. Heißt es Matroschka? Es wird immer gesteckt. Ja, aber die stehen einfach übereinander. Das sind 1, 2, 3, 7 Flaschen ungefähr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 7 übereinander. Und er freut sich halt. Und rechts neben dem Siegerprotest steht einfach The Rock, also Dwayne Johnson. Ist das ein bearbeitetes Bild? Ja, klar, denkst du, ja, der hat so 7 Flaschen. Ich kann das selber gemacht, aus Spaß. The Rock was steht aber daneben. Gemein, sowas ist gemein, weil das kann wahr sein. Und The Rock steht halt daneben mit einer Deutschlandfahne, wo es in China Dings ist. Ja, das war alles. China, The Rock, Lewis Hamilton. Also, mein Instinkt sagt zu sagen, dass es falsch ist, aber ich sag einfach, was es war. Einfach so ein dicker Typ in der Flasche. Das war so schlecht von mir, ich habe mich so verplappert. Yes, aber das wäre das beste bearbeitete Bild, oder? Was ich gerade beschrieben habe. Ja. Irgendeiner muss das bitte bearbeiten von euch und mich bei Instagram verlinken. Okay, dann kann ich noch ausgleichen jetzt. Ja. Oh Gott, jetzt ist der Druck bei mir. Werde ich das unentschieden schaffen? Los geht's. Auf dem Bild ist eine Frau drauf. Und zwar ist diese Frau, die so vom Tierarzt. Oder die ist Tierärztin. Ja. Und warum hast du so gestottert? Ich weiß, was ihr Punkt ist. Ah, okay. Also ich glaube, die ist Tierärztin. Ja, ja. Und die steht, ja. Die steht vor so von einem Regal. So. Nee, kein Regal, Kegel. Sondern so Käfig. Käfig. Ja. Und die hat im Arm hat die so eine Katze. Und die Katze, die guckt richtig erschrocken. Richtig, ja. Die guckt so. Und das Allerlustigste ist aber daran, dass die Katze, die ist richtig fett. Die ist so fett, die okay. Ist richtig fett. Also das hast, alles? Das alles. Und du hast noch nie so eine fette Katze gesehen. Ich habe noch nie so eine fette Katze gesehen. Ja, die ist so ja, fett. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Ja? Ja! Geil! Yes, yes, yes! Oh mein Gott, ist die fett, Alter! Das wäre die beste Katze. 2-2. Ich würde sagen, wenigstens nicht verloren, Freunde. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch, wenn ihr die Katze haben wollt. Ich schenke euch die zu Weihnachten. Ja, oh mein Gott. Macht's gut, schaut euch schon vorbei und tschüss! Rachel! Bye.